Im Chat hat sich niemand mehr gemeldet, deswegen würde ich mal sagen, letzte Runde für heute. Los geht's, viel Spaß, let's go. Jawohl, jetzt müssen wir wieder was ausdenken, wenn man... Jawohl, jetzt einen schlauen Geschichtenanfang überlegen. Und nicht laut sagen am besten, ne? Also meine Geschichte. Genau, meine Geschichte fing damals an. Damals im Jahre... Och Mann. Ich dachte übrigens immer, dass es irgendwie eine bestimmte Reihenfolge, wer was als nächstes kriegt, aber das ist ja komplett zufällig, oder? Ich glaube, es ist tatsächlich zufällig, ja. Ich könnte mehr. Ich glaube, ich habe was grad... richtig Einfaches gewählt. Ihr habt noch ganz wenig Zeit. Go, 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 go. Hat das gerade geklingelt, weil ich fertig war? Oder? Verdammt, das steht da drin, aber egal. Wenn die Mehrheit der Leute auch fertig ist. Ich fand's gut. Dann fängt rechts oben die Zeit an. Was? Okay. Oha. Ich darf es nicht vorlesen, was ich habe. Nee, ich auch nicht. Und ich habe keine Ahnung. Ich weiß noch nicht, wie ich das mache. Okay. Okay, doch. Ich habe auch irgendwas. Bin gespannt, wie das gezeichnet wird, so was ich mir ausgesucht habe. Ich bin auch sehr gespannt, wie das hier läuft. Also ich muss jetzt mal davon ausgehen, dass das ein gezeichnet. Fehler war. Nee, ist schon falsch. Nein. Nee, also Fehler? Fehler gibt's keine. Nein, dann halt niemals. Keine Ahnung, was dieses Wort sein soll. Fehler? Was ist das? Oh fuck. Ah, leider dumm, merke ich gerade. Das passiert öfters. So. Ah, nee, Mann, so scheiße hier. Okay, dann machen wir so. Ich hab das Gefühl, du hast mein Wort. Verdammt. Wie soll ich das jetzt noch retten? Das erkennt man doch im Leben nicht. Das ist ja oft. So. Tiere zeichnen. Schwer, fand ich auch nicht, ey. So, ich glaube so. Warum gibt es hier die richtige Farbe nicht? Das ist ja richtig dreckig. Du kannst, wenn du links unten auf das Fältchen draufklickst, dann kriegst du alle Farben. Ah, lol. Das ist besser. Ach, sag ich so. Euch aber erst, ja, wenn wir die durch sind, ja? weil ich geschickt bin. Oh, nee, das ist vielleicht auch nicht so gute Wahl. Oh, zwei sind schon fertig. Ich muss mich beeilen. Nein, lasst euch Zeit. Wir haben keine Zeit. Auf fertig klicken oder beendet es automatisch? Nee, wenn du fertig bist, klickst du auf fertig. Nee, du klickst. Ich habe erst das erste. Rechtzeitig fertig würde. Dann kriegt der nächste dann nicht rechtzeitig fertig gezeichnetes, was auch immer du gezeichnet hast. Okay, das ist gut. Da kann ich mit leben. Super. Also bitte an. Hätte ja sein können, dass er da einfach nur ein weißes Blatt kriegt. Wenn die Zeit dann abläuft, wird bei jedem automatisch auf fertig gedrückt. Ja. Keine Ahnung, ob das aussieht. Ich weiß nicht mal, ob das gemeint ist, was ich jetzt zeichnet habe. Ich will das nicht so hinmachen, jemand macht was Besseres. Ich versuche mich so gut wie möglich dran zu halten, aber das ist schwer, Jungs. Ja, ich kann das auch nicht, ey. Jungs. Und Mädels. Ja, die Mädels sind schlau hier. Und mit denen muss ich nicht reden. Ihr habt das alles super gemacht hier. Wir sind alle die dumm sind, ja. Ja, du musst erstmal die dummen. Ich merke gerade an meiner Zeichnung. Ja, also ich würde sagen, ich habe es perfekt getroffen. Also wer das nicht interpretieren kann, also er ist leider dumm. Ich muss mal so sagen. Dass niemand die Originalbedeutung genau hinkriegt. Ja, das ist auch nicht möglich. Ja. Achso, ich bin übrigens fertig. Da gibt es so einen dicken Button. Na gut, machen wir es so. Ui, jetzt gibt's Stress. Oh Gott. Telefon. Ring, bing. Telefon. Ich entschuldige mich bei wem auch immer, wer mein Bild jetzt bekommt. Das kriegt er gerne schriftlich. Keine Ahnung. Ich hoffe, man erkennt es. Ich denke, das erkennt man. Wer auch immer sich das ausgedacht hat, A, Respekt und B, what the fuck. Ja. Ich habe mir was komplett Verrücktes ausgedacht. Ich Respekt an jeden, der das irgendwie malen kann. Das malen kann.
Dann also ich bin immer ein Nailed It. What the fuck? Okay, jetzt muss ich beschreiben. Wie wundervoll ist das gezeichnet und was zur Hölle sehe ich? Was sehe ich da? Ich habe so das Gefühl, ich verstehe hier so einige Insider nicht. Eigentlich haben wir keinen Insider, aber fast jeder Mensch mit der blauen Brille und Bart bin ich. Ja. Mir geht's eher um also fast alles, was gelb ist, ist Pikachu. Was haben wir noch? Moment. Wenn jemand eine 1:1 Map von LOL zeichnet, ist es eine Pizza. Keine Ahnung. Und das Pokern. Und das Pokern, Pokern ist nicht die. Achso. Ja. Ich bin doch langsam an den Fingern. Pokémon ist nicht das Motherboard. Aber hier glaube ich, weiß ich, was es tatsächlich sein soll, ja. Fast zum Henker. Okay. Oh Mann. Ihr macht Sachen. Warum werden mir hier zwei Optionen gelassen? Hä? Kann ich mich dafür eine entscheiden? Ja. Also, ich habe ein fernes Ja gehört, ich nehme das. Option? Fairness, ja, gehört. Auch hier muss ich sagen, ich nail es. Ich bin übrigens gerade sehr sorry dafür, dass ich gerade offensichtlich nicht geschafft habe, diesen Satz zu schreiben, weil ich sehr lange gebraucht habe, es zu erkennen. Ich weiß nicht, was da jetzt an Text ankam beim nächsten. Ich habe aber kein lautes Fuck gehört. Also, nee, vielleicht habe ich es bekommen. Möglich. Also was ich hier auf Eifel habe, ist auf Eifel fällt mir sich klar. So. Oh Mann, das ist doch kein Kopfliss. Ey, warum bin ich so schlecht geworden im Zeichnen? Ja, aber das ist auch schwer mit Fingerfarben zu zeichnen. Ich könnte auch sagen mit Maus. Das ist alles das Gleiche. Oh Mann, Frage aber zu behaupten, ich war in Scribble ein bisschen besser als hier, aber ich glaube, das trügt mich vielleicht auch meine. Okay. Oh Mann, ey. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob der. Keine Ahnung, hatte der ja nicht sowas? Oder. Oh Mann, wie lange ich das. Keine Ahnung. Es kann sein, dass sogar hier besser benutzen, Scribble.io. Ein bisschen, könnte sein. Ich kann generell nicht zeichnen. So. Noch ist kein Stress. Komm, noch ein oder zwei Leute. Drei Tritt. So, okay. Okay. Huch. Dieses Wort ist auch zweideutig. Ich nehme jetzt einfach die Deutung hin, die ich genommen habe, weil die viel lustiger ist. Die so weniger Sinn macht. Zwei Stunden später. Hoch. Oder? Ich glaube, das ist gut. Ich glaube, das ist gut. Ich sag mal ja, das ist fantastisch, Liz. Mach weiter so. Ja, gell? Grundsätzlich. Ich glaube, ich hab's viel, viel besser kann man es nicht zeichnen. Ich glaube, ich habe es wundervoll gezeichnet. Oh Gott, ich hoffe, ich kriege es. Ja, ich auch. Sehr wunderschön. Nicht. Was geht? So sehr schön. Ja, oder? Girlie sagt auch passt, sehr schön. Ja. Passt. Hey, ich bin noch gar nicht fertig. Zeit fängt an abzulaufen. Oh, 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 oh. Nicht mehr viel Zeit. Ich find's gut. Ja, also ich habe hier auf jeden Fall einen Satz bekommen, der Schreibfehler drin hatte und wo die Hälfte noch gefehlt hat, aber ich glaube, es ist... Schreibfehler sind überall drin. Das allein aus wegen dem ersten Wort ist einfach zu klar. Okay. Was denn das vierte Wort? Ich glaube, du hast meinen Text bekommen. Ja. Und ich habe den ungefähr 3 Sekunden vor Schluss und so, ach so, das ist es, Moment. Ja, genau. Ich glaube, das kriegen wir hin. Kenny, ich glaube, das haben wir gut hingekriegt. Hast du das letzte Wort noch? Nein, ich war noch nicht fertig. Ach, Mann. Okay.
Ah! Ja, das ist es. Okay, ich glaube, das ist ziemlich gut. Oh. Das ihr habt nicht mehr viel Zeit. 3, 2, ja, dann ist es 1. Okay. Okay, das ist gut. I like this. I like this. Vor allem, ich weiß nicht, ob wie ihr das macht, aber ich ändere gefühlt von Bild zu Bild die Art und Weise, wie ich ein Bild zeichne. Okay. Ich glaube, meine Bilder erkennt man tatsächlich recht gut. Ich versuche gerade ein Auto zu malen, aber es ist, oh, ja. Und jetzt habe ich schon was verraten, verdammt. Ja, ich glaube, ja, genau, aber mal schauen, vielleicht haben wir gleich noch mehrere Autos in der Auflösung. Ich kann keine Autos malen. Ja. Was ist, erzähl ich noch nie ein Auto gesehen. Das muss ich löschen. Gibt's einen Löschen-Button? Ja, immer Radiergummi oder nach links klicken mit dem Pfeil da. Ach, einfach Steuerung Z. Das geht auch. Ja. Ich versuche jetzt mal ein richtiges Auto zu machen. So ein bisschen, damit das so ein bisschen ist. Naja. Oh Gott. Okay. Postmoderne Karre. Okay, keine Ahnung. Wie male ich denn sowas überhaupt? Das ist scheiße. Nein. Also wer das errät, Respekt. Ja, also ich würde es in den Louvre hängen. Auf jeden Fall. Das sollte man mit allen Zeichnungen hier machen. Die Farben, ey. Boah. Aber ich habe gerade das Gefühl, es könnte sein, dass das der Satz ist, der rausgekommen ist aus dem, was ich am Anfang gezeichnet habe. Bin mir aber nicht sicher. Das kann nicht sein. Kann nicht sein? Du kannst nicht dein eigenes Bild nochmal kriegen. Ja, nicht mein eigenes Bild, aber der Satz, der da draus kommt. Ich habe ein Bild gezeichnet, das kann, glaube ich, auch nicht sein. Doch mal irgendwo noch einen Satz daraus, oder? Nee, ich glaube, das ist auch nicht möglich. Du kriegst nur die Sachen von anderen. Ach so. Du kriegst nie zweimal dasselbe. Interessant. Deswegen sind es auch genauso viele Runden wie Spiele. Das ist, glaube ich, gut. Oh Mann. Papa, Papa, Telefon. Wundervoll. Gut. All die Jahre, die ich geübt habe, sind nämlich hierhin geführt. Let's go. Das ist alles gewesen. Ich denke, das kann man sehen. Das passt. Das passt. Kann man akzeptieren. So. Viertelminute noch. Also, ja. Man könnte doch schon. 3, 2, 1. Der erste Teil ist sehr easy. Sehr gut, okay. Oh, was zur Hölle ist das? Ach du Scheiße. Okay. Also einen Teil davon begreife ich, aber den anderen Teil nicht. Nee, das versteht man nicht. Okay.
Ah, okay, ja. Oh Gott. Oh Mann, okay. Was? Verdammt. Okay. Oh nee, was muss ich anders machen? Kaum angefangen, schon falsch. Hallo? Ist ein ziemlich hässlicher. So. Okay, ich hoffe, dass man das versteht. Okay. Okay. Was machen wir? Wie war ich? Brauchen wir da noch das? Wie soll man das als solches erkennen? Ach man. Okay. Ich glaube, das kennt man im Leben nicht. Das kommt daraus, dann versteht man es vielleicht. Und dann machen wir da jetzt noch. Oder? Ja. Da muss reichen. Muss gehen. Auch. Oh, warte doch nicht. Kommt damit klar. Eine Sache noch. Ich weiß nicht, ob man das als. Es ist, ja. So, jetzt ist perfekt. Vielleicht passt die Farbe. Oh. Ah. Ja, doch. Da hat sie die Farbe. Ein interessantes Spiel. Oh Mann. Ah, das ist schon Runde 8 von 9. Wir sind gleich fertig hier. Jawohl. Ja, sehr schön. Jetzt muss ich nochmal was schreiben, ne? Da bin ich Meister drin. Genau, das Beschreiben ist das Einfachste, habe ich das Gefühl. Das Zeichnen muss man nicht zeichnen. Finde ich halt echt nicht. Ja, doch, ich lasse es. Also, wer das jetzt noch nicht, wer neu ist und das noch nicht versteht, wie das Spiel funktioniert, nach der Auflösung, da kapiert man dann, warum, was jetzt, wie es ist. Ja, aber du musst ja erstmal die Sätze interpretieren, die Bilder interpretieren, die du kriegst. Das ich glaube, nach der Auflösung ist klar, wie das Spiel funktioniert. Nein! Ich meine, was? Oh, okay, was zur Hölle ist das denn hier? Bunt. Das sieht eher nach Unfall aus, oder? Okay, ja, würde ich sagen. Ja, stimmt. Ja, sieht's fast so aus. Voll. Quasi perfekt. Das ist so schön bunt. Ich habe mir gar nicht so viel Mühe gegeben. Bei mir ist eine Dota. Das war's schon. Sind wir schon durch. Jetzt. Oh nein. Okay, ja, das wird lustig. Okay, Jungs und Mädels. Schauen wir mal, wie kreativ wir waren. Beziehungsweise ich hab dezent Angst. Kreativ. List deckt auf. Ja, also, fangen wir mal an. Was habe ich mir ausgedacht? Natürlich ein Müsli als Teppichverkäufer. Easy. Easy. Ah, den Teppich habe ich gemalt. Das war kein Müsli. Ah. 1 Euro. Auf Müsli verkauft kein Bild für 1 Euro. Ist doch gut. Okay. Da kommt die Minute. 1 Euro. Und dann Teppich. Das sollte Müsli sein. Fliegender Teppich für eine Minute. Okay. Wieso eine Minute? Leon, Sabi. Es ist ein Fliegerteppich und da fliegt er in einer Minute. Ja. Oh, ja. Ein Müllprogramm fliegt auf einen Teppich. Achso, er fliegt auf einen Teppich, ja. Käse fällt auf den Teppich. Oh Mann. Oh Mann.
Ich habe das Euro gar nicht gesehen. Da stand ja ein Euro so dran. Irgendwie habe ich das als eine Minute. Auf einmal war es eine Minute. Die Einheit noch vertauscht. Der Minute in Euro Umrechnungskurs. Man kennt aber das Müsli und Teppich verkaufen, das ist verhältnismäßig gut durchgekommen. Ja, der Teppich ist durchgekommen. Der Teppich hat. Aber es ist Popcorn gewesen, dann nicht Müsli, sondern obwohl. Meint sieht dann am Ende auch aus wie Müsli. Das könnte auch durch das Müsli durchgehen. Beim Kenny wurde das. Ja, gut, das Popcorn ist nicht mehr zu erkennen, natürlich. Das war Käse, dann. Das war schwer. Schlecht gezeichnet. Aber das Popcorn von Sabi, das da rumfliegt, wundervoll. Sehr schön. Ja, ja, ne? Das ist wirklich ja so. Das ist ein Minuten Popcorn. Ja. Auf dem fliegenden Teppich, das finde ich gut. Aber Popcorn könnte auch ein KFC-Bucket sein. Ja, könnte auch ein KFC-Bucket sein. Also, ja, ich wusste nicht mal, wie Popcorn-Behälter aussieht. Ich war so lange nicht mehr im Kino. Ja, exakt so eigentlich. Ah, oh, man fasst ja das Zimmer aus Versehen. So, und mich hat dieses König der Löwen. Oh, sorry, ich sehe jetzt erst, dass es oh, sorry heißt. Ich habe irgendwie, oh, Sony, was? Ja, genau. Cool. Dann habe ich nur gesehen, Faser wird von Scar eigentlich nicht mehr so, ja. Du Sack, mein König. Du Sack. Ja. Wann kommt das? Oh, Jenga hat auch schon länger König der Löwen nicht mehr gesehen. König der Löwen. Vater stürzt von Klippe und so. Was? Wie? Und dann ist der König der Löwen weg. Ist er weg. Oh Mann. Oh Mann. Oder über die Wertung reinkommt, ja. Ey, vor allem mit irgendeiner Wertung. Alleine. Wird weißt du, was ich erst dachte oben? Ich dachte erst, okay, wie zwei Katzen, die eine... Ein Lenneburger. Ey. Dieses ja, genau. Dings oben in der Ecke mich komplett verwirrt. Oh Mann. Ey. Das Bild habe ich, glaube ich, gekriegt, ja. Eine Kuh. Ein Lenneburger. Wie zur Hölle soll man... Okay. Muss es Burger bis zur Verfettung. Wo kommt das denn? Das ist einer ein Burger, ganz gemütlich. Ja. Sabi auch noch. Sehr schön. Bekommt Wampe von so vielen Burgern. Viele Burger essen nach dem dicken Bauch. Ja, schön. Oh, McDonald's Werbung. Oh, da ist McDonald's dran. Oh, ja. Schön. Ich möchte nur anmerken, dieses letzte Bild ist nur aus ein Lönneburger entstanden. Ja, ein Lönneburger. Ja. Ein Lönneburger. Es wurde, hat zur Verfettung geführt. Ja, nur weil ich sorry bin, ne? Aber aus mir... Aber ich schmecke meine halt Fantasie nicht gut, ne? Mann, ey. Diese Meckes-Tüten, ne? Ich finde auch schön, dass Sabi der Meinung ist, dass die Leute meist nackt zum All-You-Can. Ja, ganz genau. Ja, warst du mal da? Exakt so ist es. Ja. Exakt. Aber Sabi war schon lange nicht mehr beim All-You-Can. Wir haben hier nachher noch einen, wir haben sogar zwei Leute, die haben den Burger als Avatar. Harry Schlotter und der Kackstift. Ah! Aha. Ja, das gut, Schlottern ist schnell verschwunden. Ja. Ja, aber der Kackstift ist geblieben erstmal. Die magische Kugel. Die magische Kackstift auch gleich. Das Magic. Ja, sehr schön. Ja, da wurde der aus der Wurst wurde ein Haufen. Ah, das habe ich gekriegt. Auch das Kacke. Ich glaub, Harry Potter zaubert Kacke, ist dann ganz gut durchgekommen. Sehr schön. Zaubert den Haufen. Wunderbar. Sehr schön. Sehr schön. Kann Popcorn ist auf Getreide, also quasi trockenes Müsli. Das ist okay. Ich mag es nicht mehr bei Harry Potter. Das sind schon durch vier Leute oder so. Du kommst einfach immer noch zum Chef Popcorn zurück. Ich muss sagen, Lenas Kackwurst finde ich wundervoll. Oder wenn du mit diesem extra Müsli Hinweis Kacke, ja, ne? Pfeilchen. Ja. Dies ist Code. Ja, dieses Album finde ich ziemlich scheiße. Ja. Der Harry Potter ist auch gut gelungen, Sabi. Oh Mann. Aber ich finde ja cool, dass man bei diesem Game alles zum GIF machen kann. Das ist ja großartig. Hm. Ja, du kannst das GIF als runterladen kannst, ja. Ich lade die dann auch alle dann, wahrscheinlich dann mal morgen und nicht mal heute, aber dann auch alle. Wenn alle. Dann Discord, einige, ja, habe ich ja vorhin schon. Alle. Ja. Besonders die mit den Codes. Oh je. So, fetter Bimmer. Fetter Bimmer durchquert. Das war nämlich die Sache. Ich wusste nicht, ob das tatsächlich ein Biber sein soll. Ah, das war mit durchquert. Nee, okay, verstanden. Okay, das war gut, weil ich hab's nicht ganz... Ah, ich glaube, das habe ich gemalt, aber der Biber ist dann am Ende ziemlich... ich glaube, irgendwas mit Twitch habe ich gemalt. Das ist... Ein Biber auf Twitch. Na, was habe ich gekriegt? Ah, oh, wie geil das sieht das auch aus! Der ist nice. Cool. Da bleibt nicht mehr viel von übrig. Bist als Biber! Lönne! Bist als Biber. Da bleibt nicht viel von übrig.
Aber ich bin sehr froh, dass ich den Biber erkannt habe. Dass der Biber weg. Oder zumindest den Biber erkannt habe, weil ich wusste nicht, ob Biber so aussehen. Ich glaube, ich habe den Schwanz vergessen, ne? Das entscheidende Merkmal. Ja, den Biber habe ich dann nicht mehr gesehen. Der Biber ist bei mir dann. Ja, aber die Zähne und die Schnauze hast du doch super gemacht. Das war gut. Ja, und dann kam der Rest drumrum. So, oh, cool, ey, das mit dem Durchqueren war eigentlich echt nicht schlecht. Mit dem die Fußspuren gehen so durch Twitch. Ja, ne? Durchquert ist natürlich auch das einzige Wort, ums Bild nicht Twitch ist, aber Twitch ist geblieben bis zum Schluss. Ja. Twitch ist geblieben. Also Dragons, also das ist schon sehr gut. Das ist schon, ja. Lönne einfach mal eine Liste zugedichtet. Sauer halt. Ja. Osterhase streichen. Oh ja, das hat sich Freude dran. Am Anfang war es nur Osterhase streichen. Ja, hier. Kohle. Kohle. Ja, da. Ach, er bettelt um Kohle. Oh Mann, okay. Oder streicht. Streit. Dann haben wir den Lust. Das sieht gut aus. Grüne Menschen kriegen nur Kohle. Ja, genau. Ja, also ja, auch schön. Bekommen. Fand ich auch ein bisschen komisch. Was ist, ey? Die Osterkatze. Die ist nicht mehr fertig geworden. Wo kommt der andere her? Wo kommt der andere Verbrüder her? Hippies am Streit. Ja, sehr schön. Ah, oh, jetzt kommt mein Satz. Geilo. Das ist auf der letzten Seite der Lokalzeitung war. Ja, Katze mit Hinke, Hippies am Streiten. Sehr schön. Meins wird ziemlich verwirrend. Mann, aber ich mag die Osterkatze. Die Osterkatze. Ey, ist super. Oh Mann. Die legendäre Osterkatze, wer kennt sie nicht? Ja. Kennt ja. Pizzamann rettet Oma vor Auto. Ach, rettet. Die war dann, ich glaube, die wurde dann nicht mehr gerettet. Die ist nicht mehr viel, da war nicht mehr viel vom Retten übrig. Tut mir leid. Oma wird überfahren. Das ist auf einmal, jetzt ist sie nicht mehr. Ja, überfahren. Die wird nicht mehr gerettet. Oh. Und Pizzaboy jubelt. Pizza jubelt. Hurra. Ja. Nein, Pizzamann, what you doing? Der Held wird zum Bösewicht. Was ist das für eine Geschichte? Das da links von nebenbei die Sache, wo ich mir gedacht habe, nee, lass den Arm mal lieber weg. Die alte Oma. Die Arme. Oh, jetzt wird's. Oh, die Oma hat am Ende auf einmal Bart. Da bin ich jetzt gespannt, ob ihr das gemalt habt, was ich gesagt habe. Oh, da habe ich mir was Böses ausgedacht. Was für eine großartige Story, dass der Pizzamann vom Held zum Bösewicht wird innerhalb von diesem Ablauf hier. Das ist gut. Allein, dass der Pizzamann nicht ein Pizzamann ist, sondern ein Mann aus Pizza. Ja. Wie Lönne das instant ist. Aber zu der Verteidigung muss ich sagen, mit Pizzamann meinte ich auch einen Superhelden. Ah, okay. Ah, okay. Man. Ich hätte ihn Pizzaman nennen sollen. Ja. Genau, ja. Mit einem großen P auf der Brust. Aber Lenas Bild ist wunderbar. Das ist sehr gut. Ich finde auch das von Zwergi, finde ich klasse, wie er so freulich Hurra schreit, wenn er mal überfahren wird. Lenas Bilder sind sowieso die besten, weil die immer so schön bunt sind. Jetzt wird's spannend. Links-ideologische Sozialdemokrat-Liz, die neue Partei. Ich dachte, ich muss eine Liz anfahren. Wie soll ich das jemals? Aber das ist gut. Da steht Parteitag. Liz fährt eine Party. Oh, das endet nicht gut, Leute. Das endet nein. Aber Party ist ja richtig. Party ist ja auf Englisch. Party ist ja auf Englisch richtig. Das ist ja. Oh Mann. Oh, das ist eine Tröte, Leute. Oh, no. Oh Mann. Oh no. Oh. Wofür steht Ihre Partei nochmal, Herr Lestory? Es ist politisch geblieben. Legalisierung. Drogenlegalisierung. Das ist sehr schön. Grünste von Grünste. Ja. Sehr schön. Gleich mal gedownloadet. Ist wohl nicht so ganz. Ich fühle mich als Künstler missverstanden. Ja. Also die Listpartei hat schon ein Thema. Würde ich mich auch legalisieren. Also ich glaube, das ist schon ganz okay. Ja. Also die Listpartei hat schon ein Thema, hat schon ein Standardsthema bekommen. Hat schon ein zentrales Thema. Wild. Lönne ist der Letzte, der sich aus ein betrunkener Lönne. Ja, ich hab keine Zeit mehr gehabt. Ich wollte noch eine Kuh malen, aber das hat alles nicht mehr. Nicht Liz. Oh, nicht Liz. Betrunkener okay, aus nicht Liz ist sehr schön. Das hatte ich bekommen und wusste nicht, was damit ist. Ah, nicht Liz ist drunk. Ich bin nicht betrunken. Na, das nicht habe ich nicht verstanden, deswegen ist auch das normal dann auf einmal. Aber das Bild finde ich gut. Das ist ein großartiges Gesicht. Es ist besoffen und stinkt. Fliegen.
vom Geld. Ja, sehr schön. Da, also mit wie ist das hingekriegt, den List komplett Alkohol zu vergiften? Wie ist das passiert? Das ist auch eine Entwicklung. Es begann alles mit Lönne. Er betrunkene Lönne und dann auf einmal betrunkener List. Drunk ist, Alter. Was passiert? Ja, nicht List ist drunk. List wird betrunken. Ja, passiert. Ich wollte am Ende sogar noch einen List schreiben, aber hatte keinen. Nicht schlecht. Oh Mann, ey. Aber Lennis sieht doch so ähnlich aus, so auch mit so einer eckigen Brille, ne? Nur halt ohne Bart. Ja. Bart habe ich momentan, ja, aber nicht so wie Liz. Kann man machen. Ich habe ja vom Lennis noch nie ein Bild gesehen. Kann das sein? Ich meine, Kühe habe ich schon viele gesehen, aber vom Lennis? Es war sehr schön mit euch. Ich möchte aber mal ausklinken. Das war ja mal sehr gut. Sehr war mir eine Ehre, mit euch zu spielen. Das war in der Tat sehr witzig. Das hat ja auch Kamerad. Gerne wieder. Sehr viel Spaß. Oh Mann. Jawohl, genau. Also, genau. Ich werde jetzt auch, für mich war es jetzt auch erstmal die letzte Runde. Wir werden jetzt noch ein bisschen im Chat quatschen. Aber erstmal riesen Dank für euch allein im Discord jetzt hier an alle. Nochmal, es war sehr, sehr witzig. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Das war awesome. Genau, ja. Gut, Däumchen nach oben, soll es euch gefallen haben. Mein erster Part. Gartic Phone. Mit Bandis im Stream. Nistorik im Livestream. Mit seiner Community. Mit den ganzen Leuten hier. Haben einen angenehmen Tag und bis dann und ciao.